Hallo, ich bin der Semtex Wookie und ich spiele das neue Borderlands auf der Xbox 360. Ja, es gibt es leider nur für die Xbox 360. Das macht aber nichts aus. Ich habe angefangen mit dem, man kann jetzt auch als Claptrap spielen und sein Extra hier, die Amok-Gaudi, da kriegt er durch Zufallsauswahl, kriegt er ja. Besondere Fähigkeiten wie hier kann er Akimbo schießen, unendliche Munition, schnelles Nachladen, wodurch er schnell Schaden zufügen kann. Das Skillen von dem ist aber etwas schwierig, sage ich jetzt, so dass man nachher auf gewisse Waffen gebunden ist. Deswegen habe ich dann auch noch mal einen neuen Charakter angefangen. Und er ist aber nicht schlecht, also es geht schon, es macht so wie man hier einen Claptrap halt kennt, macht den Haufen Gaudi, ein Spruch nach dem anderen. Das geht schon. ich wollte es euch nur zeigen. Vielleicht überlegt sich der ein oder andere auch als Claptrap zum Spielen. Ein kleiner Tipp von mir: Macht die Anfangsmission, die erste Mission bis zum Charakter erstellen mit allen vier Leuten und durch das neue Update werden eh neue Charakter folgen. Aber macht diese Mission alle mit allen vier Charakteren, dann könnt ihr euch immer umentscheiden, weil jeder hat spezifische Fähigkeiten. Der eine hat bloß Schwert und Schild, ist so wie der Assassine, dann der Claptrap halt, den kann man nicht so gut skillen. Dann gibt es einen mit Geschützen, so wie den Commander aus dem alten Borderland. Und dann noch einen, was so normaler ist. Aber der Claptrap ist jetzt nicht schlecht. Gell? Also spielt alle hoch bis zur ersten Mission und dann habt ihr immer die freie Wahl. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ciao, euer Wookie.